5 Kilometer Teststrecke zwischen Frankfurt und Darmstadt. Nur langsam geht es voran für den Hybrid-Lkw auf der vielbefahrenen A5. Mit Schrittgeschwindigkeit die Testfahrt. Heute sehen wir quasi das erste Anbügeln. Das heißt, erstmals fährt ein Lkw auf einer deutschen Autobahn einen Stromabnehmer aus. Knapp 9 Monate dauerten die Bauarbeiten für die Oberleitung, jetzt also die Testfahrten. Danach sollen vor allem Speditionen die Strecke nutzen. Und so funktioniert es. E-Lastwagen können hier während der Fahrt mittels Oberleitung ihre Batterien aufladen und so ihre Reichweite verlängern. Mit dem Projekt sollen klimaschädliche Abgase deutlich reduziert werden. Es gibt unterschiedliche Aussagen, die davon ausgehen, dass der Lkw schätzungsweise 30 Kilometer anschließend noch mit aufgeladenen Batterien fahren kann. Aber genau das wollen wir im Projekt dann, das ab 2019 startet, feststellen. Kritiker verweisen auf hohe Investitionskosten, um den Hybrid-Lkw tatsächlich im Fernverkehr einzusetzen. Der Bund zahlt für das Projekt in Südhessen fast 15 Millionen Euro. Auch in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind Teststrecken geplant.